Nudelsalat mit gebratenem VG Tamari Tofu, gesäuerten Gurken GF und Erdnussdressing 4 Portionen. Für diesen Salat verwende ich köstliche dunkle Nudeln aus schwarzem Reis und Rohreis. Man kocht sie nur wenige Minuten und kann damit einen raffinierten, gesunden Nudelsalat machen. Die sauren Gurken sind einfach selbst zuzubereiten und ein besseres Erdnussdressing als dieses hier gibt es nicht. Zutaten: eine Packung fester Tofu, Klammer auf, etwa 270 Gramm, Klammer zu, 2 mittelgroße Möhren, 300 Gramm Spargel, Brokkoli, Klammer auf, Brokkolini, Klammer zu, 2 Esslöffel kaltgepresstes Kokosöl, 1 Esslöffel Tamari, Klammer auf, würzige glutenfreie Sojasauce, Klammer zu, 200 Gramm schwarze asiatische Reisnudeln oder Buchweizennudeln, Klammer auf, beide glutenfrei aus dem Bio- oder Asia-Handel, Klammer zu, 4 Frühlingszwiebeln, 1/2 Bund Koriandergrün-Topping, 30 Gramm ungesalzene Erdnüsse, Beilage 1/2 Gurke, 2 Esslöffel Essigessenz, Klammer auf, 12%, Klammer zu, 1 Esslöffel Agavensirup, Klammer auf, alternativ Honig, wenn es nicht vegan sein muss, Klammer zu, Dressing Erdnussdressing, Klammer auf, siehe Seite 115, Klammer zu. Zubereitung: erstens, für den Salat den Tofu zwischen Küchenpapier mit einem Gegenstand beschweren und mindestens 30 Minuten pressen. So tritt Feuchtigkeit aus und der Tofu nimmt die Aromen besser auf. Zweitens, für die Beilage die Gurke waschen und mit einer Mandoline in Scheiben schneiden, in eine hitzebeständige Schüssel legen. Essigessenz und Agavensirup mit 3 Esslöffel kochendem Wasser zu einer Lake verrühren und die Gurkenscheiben 10 Minuten darin ziehen lassen. Dann die Lake abgießen. Drittens, die Möhren putzen und mit einem Julienne-Schäler in feine Streifen schneiden, Klammer auf, siehe Seite 17, Klammer zu, alternativ mit einem Kartoffelschäler dünne Streifen abschälen. Viertens, den Spargel Brokkoli putzen und im Wok in 1 Esslöffel Öl braten, bis er Farbe annimmt. Herausnehmen und bis zur weiteren Verwendung beiseite stellen. Fünftens, den Tofu auf einem Teller mit einer Gabel in kleine Stücke zerdrücken. Dann im Wok bei mittlerer bis starker Hitze im übrigen Öl, Klammer auf, 1 Esslöffel, Klammer zu, Farbe annehmen lassen. Die Tamari da übergießen und einkochen lassen. Den Wok vom Herd nehmen. Sechstens, die Nudeln nach Packungsangabe kochen. Anschließend mit kaltem Wasser abschrecken und gut abtropfen lassen. Siebtens, die Frühlingszwiebeln putzen und in Ringe schneiden, den Koriander waschen, trocken schütteln und grob hacken. Etwas für die Dekoration beiseite legen. Achtens, für das Topping die Erdnüsse in einer heißen Pfanne ohne Fett goldbraun rösten. Abkühlen lassen und fein hacken. Neuntens,